Lehrer auch. Shalom, liebe Freunde. Ich hoffe, dass man kann mir hören und geben Sie mir bitte ein Zeichen. Gut. Shalom. Einfach ein Zeichen und man kann mir hören und wir fangen an sofort. Freut mich, euch alle zu sehen. Also der ganze Exodus. Oder? Ja, nur Exodus. Ja, also das Buch Exodus. Ja. Mit Erklärung. Man kann gut hören, super, danke. Wir fangen an. Eine Sekunde. Gut, jetzt ist, ich glaube, Sie haben gehört, ich wiederhole, ja, so, die Corona-Chaos, jetzt ist in Israel auch gefährlich geworden. Die haben jetzt verbietet, Flüge dürfen weiter fliegen, aber Bürger aus Deutschland, Frankreich dürfen nicht in Israel reinkommen. Ja, ja, also heute vor 3-4 Stunden, das ist eine große, große Chaos. Auch Leute aus der Schweiz auch dürfen nicht. Ja, wow, wow. Auch die Schweiz, Österreich, Deutschland, Frankreich, das ist keine. Also ich habe eine Dame, junge Dame aus Karlsruhe. Sie hatte eine Hochzeit in Israel am 16. März. Ihre Bräutigam ist in Deutschland. Der hat einen deutschen Pass. Er kann jetzt nicht in Israel reinkommen. Man darf nicht, also diese. Ja, nein. Das ist Katastrophe. Das ist. Ja, wir hoffen, dass wir eine Lösung finden. Okay, freut mich. Gott sei Dank, dass wir können wir durch die Tora-Unterricht weitermachen, weil durch Facebook kommt keine Coronavirus an die Leute, an die Zuschauer. Ja, ja, okay. Gut. Man erzählt, also ich glaube, viele von euch wissen, dass am Montagabend ist Purim. Mhm. Ja, und am Montagabend ist wie wenn alle in die Synagogen über. Wir werden lesen die Esther-Rolle und auch am Dienstagmorgen. Und davor wollte ich heute über dem heute sprechen. Man erzählt so einen Witz über eine Maus. Eine Maus, wie sagt man das Deutsch? Die kleine. Die kleine, ja, die kleine, eine Maus. Perfekt. Der ist, hallo. Eine Maus war zu einmal unterwegs und er sah plötzlich eine Flasche Wodka. Der hat gedacht, dass die Flasche Wodka ist eine tolle Sache. Und er hat angefangen zu trinken. Nachdem, dass man trinkt ein bisschen Wodka, dass auch nicht nur Menschen, auch eine Maus kann betrunken sein. Und er hat angefangen zu schlafen. Betrunken, ja, er schläft. Plötzlich kommt eine kleine Katze neben ihm. Die Katze hat gedacht, das ist eine gute Mahlzeit für ihn. Ja. Aber im selben Moment kommt noch eine Katze. Der will ihm doch zu seinem Abendmahlzeit haben. So, die zwei Katzen haben angefangen zu streiten, eine miteinander. Nach der großen Kratze und Bisse, was sie haben einander gegeben, sind beide gestorben. Ja, war ein großer Krieg zwischen beiden. Jeder eine konnte andere gut bissen. Morgen früh steht auf der Maus und er sieht zwei Katzen neben ihm liegen, tot. Dann hat er gesagt, Papa, wenn ich trinke, ich kann tolle, große Sachen machen. Siehst du? Ja. Also, trinken, so in Purim, also bei Juden, trinken Wodka ist absolut nicht, sagen wir so, du wirst nie, fast nie sehen, eine gläubige Jude betrunken. Wodka ist auch nicht die Flasche, was normalerweise verkauft man bei gläubigen jüdischen Vierteln. Es ist nicht, das ist Verbot, wie in die Islam, bei den Islam, ja. Bei denen ist das überhaupt Verbot. Wir nutzen Alkohol, es ist kein Problem. Wir trinken Wein. Ja, Wein gibt auch Alkohol. Aber Wodka, genau, aber Wodka, betrunken zu sein, das gibt fast nie bei gläubigen Juden. Außer ein Tag, ja. Außer ein Tag Purim, es gibt eine Mitzwa, ein Gesetz, soll man trinken, bis du sollst so viel trinken, bis du wirst nicht bemerken, die Unterschiede zwischen Haman und Mordechai. Und zu dieser Lage zu kommen, nicht wissen, was ist Haman, was ist Mordechai, musst du viel trinken. Ja?
Ich sage nicht, dass jeder eine muss trinken, aber man sagt, dass in jeder Gemeinde soll sein, sagen wir so, eine soll vor alle trinken, ja, wenn die alle werden trinken. Also, ja, nein, ich weiß immer bei der Chabad-Gemeinde, es war so in New York, also der Rabbi hat gesagt, es waren tausende von Leuten, kamen zu dieser Puri-Mahlzeit und dann der Rabbi sagte immer, es reicht, wenn eine wird vor uns alle trinken. Ja, das ist, wenn, es, trinken ist überhaupt keine tolle Sache bei Juden, ja, bei gläubigen Juden, außer Puri. Und das, und die Geschichte von Purim bringt zu einer Frage, was ich glaube, viele von euch haben vielleicht gedacht, aber sie konnten nicht die richtigen Wörter finden. Und ich denke, wenn wir werden die Antwort auf diese Frage finden, diese Antwort kann euch begleiten, viel in ihrem Leben, nicht nur in Purim. Und davor habe ich gedacht, über dem heute zu sprechen. Es gibt die, was können die jüdische Theologie oder die jüdische Gesetzbuch wissen, dass am Purim, dass bei jedem Feiertag gibt ein besonderes Gebet, was man liest. Gott zu bedanken auf alles, was er hat uns getan, das heißt Hallel. Kennen Sie? Hallel, Hallel-Gebet. Hallel-Gebet ist ein Text, was man liest im Prinzip. Das sind ein paar Kapitel von Psalm von König David. Richtig? Und das liest man, also das ist, glaube ich, von Kapitel 113 oder 114 bis Kapitel 118. Sind alle Kapitels, was man trinkt, was man sagt, dass die Rabbiner haben das ausgewählt und das heißt Hallel. Und das liest man im Prinzip nur bei Feiertagen. Und wir bedanken Gott, also das ist eine Form, Gott zu bedanken auf die alle Wunder, was er hat uns getan. Chanukka lesen wir das, am Pesach lesen wir das und auch nicht nur wegen Wunder, auch Sukkot, bei allen Feiertagen lesen wir diese Hallel. Außer einem Feiertag. Beim Purim lesen wir kein Hallel. Und ehrlich zu sagen, die Feiertag, was ist mehr wichtig bei ihm, dieses Gebet Hallel zu lesen, ist Purim. Mehr als andere Feiertage. Weil in Purim war ein Wunder, was. Wenn hätten wir in Purim kein Wunder erlebt, dann hätten wir keine Juden heute gehabt. Vielleicht manche Antisemiten hätten sehr gefreut. Ja? Aber, weil zum Vergleich zu den alle Feinden, was Volk Israel hatten, Haman war das Schlimmste. Weil wenn du nur vergleichst, zum Beispiel Paro, der König in Ägypten, er wollte die Juden töten, aber er hat nur die Jungen ertrunkt. Richtig? In Nil. So nicht gegen die Mädchen. Du nimmst den Nebuchadnezzar, der König von Babylon, der hat einen Krieg geführt gegen die Juden, der hat den ersten Tempel zerstört. Aber der hatte nicht, sagen wir so, etwas Besonderes gegen Juden, als Volk. Das war einfach, die wollten kein Steuer an ihn bezahlen. So war damals. Wenn du willst kein Steuer bezahlen, dann kommt der König und tötet. Machtpolitik. Es ist einfach eine Machtpolitik. Es war nicht gegen Juden als Juden. Sagen wir so, auch Hitler, ich bin sehr vorsichtig, sein Plan, ich glaube nicht, dass er hat gedacht, dass er kann alle Juden töten. Er wollte einfach Europa sauber machen. Ja? Ich vermute, dass er hätte gedacht, dass er wird auch Chance haben, alle Juden zu töten. Er hätte das auch natürlich gemacht, aber sein Plan war im Prinzip, erst Europa leer zu machen von Juden. Ja? Und auch das Beispiel Hitler, ja, war Wannsee-Konferenz. Die ganze Plan, was hat man geplant, Juden zu töten, das hat Zeit gedauert. Ja? Viel Zeit. Die Menschen hatten Zeit gehabt, auch falsche Papiere zu organisieren, Flugticket zu kaufen oder für Schiffticket zu kaufen und irgendwo emigrieren nach Amerika, Südamerika, oder? Ja, verstehen Sie? Mhm. Es war nicht alles in eine kurze Zeit, den Plan, alle Juden zu töten. Richtig? Ja, man konnte, jeder eine hat versucht, viele sind auch im Leben geblieben, zum Beispiel meine Großeltern, mein Großvater ist mit seinen Brüdern geblieben im Leben, weil die hatten Zeit gehabt, nach Shanghai, ein anderes Mal habe ich das erzählt. Bei Haman, bei der Geschichte von Purim, sein Plan war, alle Juden zu töten, Männer, Frauen, Kinder und alle in einem Tag.
Und der König, der, man nennt ihn Achashverosh auf Hebräisch, ich glaube auf Deutsch, wie nennt man ihn? Xerxes? Xerxes, ja. Griechisch, ja. Der Xerxes, richtig? Ja. Der lebte zwischen, er war König bei die Achämenidenreich in Persien, ja. Also, was habe ich geforscht? Also, er war König zwischen Jahre 486 bis 465 vor der Zeitrechnung, ja. So, und er war König und fast ganze Welt, wo, also ganze Welt, nicht Amerika, Amerika war nicht bekannt damals, ja, aber fast die ganze Welt, wo Menschen waren, oder sagen wir mindestens, wo fast alle Juden waren, 127 Länder, er war der König. So, wenn kam ein Befehl von ihm, alle Juden zu töten, bedeutet das ganze jüdische Volk zu töten. Ja. Und Haman war sehr, sehr klug. Er hat, sein Plan war nicht, dass der König wird Soldaten schicken und die werden die Juden töten. Der Plan war, dass die Bewohner von jedem Ort, von jeder Stadt, die werden ihre jüdischen Nachbarn töten. Ja. So, und das haben sie alle geplant, in einen Tag zu machen. Und im Prinzip, er konnte das schaffen. So, wenn, okay, das war sein Plan, alles in einen Tag, und die Bewohner von jeder Stadt, die werden da, sie werden mithelfen, ja. Also, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg war, die Nazis kamen in jedes Land, okay, und waren viele auch, die haben mitgeholfen, aber das war die Aufgabe von den Nazis, Juden zu töten. Bei Haman, das war mehr klug. Also mehr klug. Sein Plan war, wie kann er alle in einem Tag töten? Er hat vereinbart mit allen Menschen, jede Gemeinde wird die Juden, die in seiner Umgebung leben, die werden sie töten. Ja? So im Prinzip hätten sie das geschafft, hätten wir heute keine Juden. Und wenn trotzdem ein Wunder kam am Ende, dann die Freude ist im Prinzip 10-mal mehr als andere Wunders, richtig? Und trotzdem sagen wir kein Hallel an diesem Tag. Sagen wir kein Hallel. Und im Prinzip, das ist nicht eine Frage, was Mendelssohn kam mit dieser Frage. Ja? Ich sage fast immer, dass jede Frage, was man hat über die Heiligen Schriften, habe ich dir vielmal gesagt, jemand in die letzten 3000 Jahre hat gedacht, ja? Weißt du, jemand heute, sah mir auf die Straße und hat angefangen zu sagen, Rabbiner, kann ich mit dir etwas diskutieren? Sag ich, hatte keine Zeit. Sag ich, okay, was kann ich dir helfen? Da hat mir ein Beweis von der Heiligen Schriften gegeben, das beweist auf 1 ABC. Sag ich, Entschuldigung, nein. Und es gibt eine Antwort auf das. Er hat nicht geglaubt. Er hat gedacht, das war sein, dass er hat eine Frage und mit dieser Frage er beweist mir, dass die Heiligen Schriften sind Quatsch. Ja? Aber ich habe gesagt, Herrnseher, was denkst du, du bist die 3000 Jahre haben wir die Heiligen Schriften und niemand in diese 3000 Jahre hat gedacht über deine Frage. Kannst du vorstellen, dass jemand hat schon gedacht über diese Frage. Und die Frage ist, ob du suchst eine Antwort auf diese Frage. Bei manchen Leuten, die Frage ist eine Antwort, warum die in die Heiligen Schriften nicht zu glauben. Nicht, weil die suchen eine Antwort auf die Frage. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, sie suchen nur ein Argument. Genau. Man sagt eine Geschichte. Ein Rabbiner sah einen Jude auf der Straße, der hat eine Zigarette am Schabbat geraucht. So, der Rabbiner wendet an ihm, sagt ihm, ich glaube, dass du hast vergessen, dass heute ist Schabbat. Sagt, nein. Ich weiß, dass heute ist Schabbat, aber ich habe große Frage über den jüdischen Glauben, Theologie. Ich habe eine große Frage auf die ganze Geschichte. Sagt ihm der Rabbiner, die Frage kam vor, du hast angefangen, Zigarette zu rauchen, oder nachdem, dass du angefangen, Zigarette zu rauchen, am Schabbat. Hast du verstanden? Mhm. Die Frage, er wollte Zigaretten rauchen am Schabbat. Ja, er wollte eigentlich. Genau, okay, kommen wir zurück. So, diese Frage, warum, ich sage kein Shalom zu jeder eine, der kommt jetzt gerade, aber ich freue mich, euch alle hier zu sehen, wie jeden Mittwoch. Auf jeden Fall, so die berühmte Frage ist, warum sagen wir an Purim kein Hallel? Diese 6 oder 7 Kapitel von Psalm von König David, was wir normalerweise sind Texte, was durch den bedanken wir Gott, das hat eine große Wunder geschafft.
So, das ist eine Frage und manch, so die Talmud sagt, paar, die Talmud, die babylonische Talmud bringt ein paar Erklärungen, die sagen, ja, weil diese Wunde war in Ausland und so ein Moment, wenn die Wunde war in Ausland, so what? Wenn ich bin, wenn mein Sohn ist in Ausland, ist eine richtige Antwort, aber wir müssen das verstehen. Das ist eine Antwort von die Talmud. Aber wir müssen das verstehen, was will die Talmud da sagen? Das will ich, das ist mein Ziel, wo ich möchte heute kommen. Mhm. Der Talmud sagt, weil es ist ein Wunder, was hat passiert in Ausland und Wunder, was passiert in Ausland. Also die Wunder von Chanukah, es war in Land Israel. Da sagen wir alle, kein Problem, 100%. Aber das war in Ausland, in Persien. Dann sollen wir, das müssen wir verstehen, was bedeutet. Und wenn das war in Ausland, wenn ich habe einen Sohn in Ausland und ich schicke ihm Geld, dann soll er mich nicht bedanken. Ja? Wenn Gott hat Kinder in Ausland und er hat sie gerettet am letzten Sekunde, was? Natürlich, die sollen ihm bedanken. So, die Antwort, und es gibt noch verschiedene Fragen, und die Hauptfrage ist, warum, wenn Sie lesen den Text von die Esther-Rolle, richtig, George, hast du das gelesen ein paar Mal, glaube ich, die Geschichte in Buch Esther, in die Esther-Rolle. Du siehst nie Gottes Name drin. Das war die Thema von heute. Mhm. Gottes Name ist nicht erwähnt. Wir wissen heute, dass Gott hat die ganze Geschichte organisiert. Aber wenn du liest die Geschichte im Buch Esther, das sieht so wie, sagen wir so, wie ein Roman. Es war ein König, der war betrunken und er wollte, seine Frau soll nackt zu ihm kommen. Sie wollte nicht, hat er sie getötet. Dann musste er eine andere Frau finden. Dann hat er eine hübsche Frau gesucht. Und plötzlich war es der. Und alles sind im Prinzip ein schöner Roman. Eine sehr, es kann sein, eine solche Geschichte. Ja, also. Und dann, es waren zwei Menschen, die wollten der König töten. Ja, eine Gift in seine Becher hinlegen und zufällig Mordechai, der Onkel von Esther, hat das gehört und er hat den König informiert. Zufällig später, ich will nicht wiederholen die ganze Geschichte, aber kennen Sie doch die Geschichte von Esther. Ja, und später kam Haman mit einem schlechten Befehl über die Juden und es war eine Nacht, der König konnte nicht schlafen. Und er hat angefangen zu denken, wer hat mir das gut getan, der ich habe nicht bezahlt. Dann kamen Leute, die haben ihm erzählt, ja, du weißt, vor ein paar Jahren, es war eine Mordechai, der hat dir informiert, dass deine zwei Leute möchten dir töten durch eine Gift und er hat dir gerettet und du hast ihn nicht bezahlt. Dann plötzlich kam Haman mit einer Idee, Mordechai zu hängen und dann sagte er, Achashverosh, kennen Sie die ganze Geschichte, ja, was soll ich jetzt machen? Und dann hat er gesagt, okay, nimmst du bitte Mordechai als auf eine Pferd, ja? Und da kommt die ganze Geschichte. So, wenn du liest das, du siehst nie dem Wort Gott und du kannst denken, dass die ganze Geschichte ist, ich hoffe, dass viele von euch kennen die Geschichte von Esther, ich will das nicht jetzt wiederholen. Und wenn Sie die Geschichte nicht kennen, dann lesen Sie das ganze Buch von Esther. Aber lesen Sie das, Sie werden bemerken, dass Gottes Name ist nicht erwähnt. Also man sieht Gottes Name nicht drin. Und wir lesen das im Prinzip, einen Moment. Und dieser Text lesen wir am Purim. Am selben Tag, was wir sammeln alle zusammen am Purim. Warum treffen wir alle zusammen? Wir wollen Gott bedanken auf dem Wunder, was er hat uns getan. Vor mehr als 2000 Jahren. Und dann lesen wir einen Text, dass Gottes Name ist nicht drin. Ist ein bisschen komisch. Ja? Richtig? Indirekt halt. Indirekt ist es ja dann. Also, einen Moment. So direkt. Und jeder eine, der liest diese Geschichte, kann allein verstehen, dass diese Wunder kann nur mit Gottes Hilfe passieren. Ja? Weil das soll alles gut passen, dass jeder eine auch, die was lesen das als Roman, die bemerken, dass Gott hat da etwas, dass Gott natürlich war da drin, weil das zufällig, dass 4 Jahre haben eine Frau gesucht und hat man keine passende Frau nach dem Tod von Vashti, keine passende Frau gefunden vor Achashverosh
Und nur danach hat man plötzlich diese Frau von, also Esther gefunden. Egal wer war diese Frau Esther, ich will nicht jetzt diskutieren, ob sie war Nichte oder Frau von Mordechai, nicht die Thema heute. Ja, es gibt viele Diskussionen über dem. Aber egal, man sieht, ist deutlich, dass Gott hat geholfen, die ganze Geschichte geführt. Aber Gottes Name ist nicht drin. Es gibt in Kapitel 4, nach dem Befehl von Haman, Haman hat kam mit dem Befehl, mit der Achashverosh, alle Juden zu töten. Was macht Mordechai? Er ruft an alle Juden, die sollen 3 Tage fasten. Ja? Richtig? Und die Tora, die Heilige Schriften erzählen, Kapitel 4, dass Mordechai zerrisst seine Kleidung, er legt Asche auf seine, und er macht eine große Geschrei. Wohin schreit er? Zum Gott, richtig? Ja, sonst müsste er ja nicht fasten und die Kleider zerrissen. Ja, aber warum kann die Megillah nicht sagen, dass er betet zum Gott? Ganz einfach. Und die Tora und die Heilige Schriften erzählen das nicht. Und das ist... So, es gibt einen Rabbiner, der sagte, vielleicht eine sehr interessante Erklärung. Er sagt, eine technische Erklärung. Er sagt so, Mordechai hat die ganze Geschichte doch nachdem alles geschrieben. Ja? Wieso haben wir die erste Rolle? Nachdem, am Ende von der Geschichte, Mordechai hat alles geschrieben auf Pergament. Weil die wohnten zwischen den Persien und die hatten viele Götzediener. Mordechai hat gedacht, dass wo er wird Gottes Name schreiben, dass sie haben zum Gott geschrien, dass Gott hat sie geholfen. Und dass, da werden sie immer statt Gottes Name schreiben, die werden schreiben ihre Götzendienstname. Um das zu vermeiden, weil, also er wusste, die werden das auf Persisch übersetzen. Mhm. So, das zu vermeiden, dann hat er eine ganze Geschichte geschrieben, ohne Gottes Name drehen. Und dass die Juden abgefallen wären von ihrem Glauben und dann einen Götzen angebetet hätten. Nein. Mordechai hatte gar nein, die Eben Ezra, es war ein großer Kommentar von der Tora. Und er schreibt einfach eine technische Erklärung. Mordechai wollte nicht Gottes Name drin schreiben. Warum? Weil er wusste, dass die Persien werden diesen Text übersetzen auf Persisch. Genau. Und die werden statt Gottes Name, die werden ihre Götzendienstname schreiben. Er bringt den Namen von das. Er heißt Barashima, keine Ahnung. Und das ist im Prinzip eine Verletzung auf Gott. Das zu vermeiden, hat Mordechai kam mit der Idee, überhaupt nicht Gottes Name drin zu schreiben. Okay, gut, das ist eine schöne Erklärung, aber ein Moment, weißt du, Andy, wir lesen jetzt die Geschichte von Esther, von Jeder Purim, weil wir wollen Gott bedanken und wir sehen nicht Gottes Name drin. Das ist ein bisschen, wir müssen das besser verstehen. Und ehrlich zu sagen, das ist nicht das erste Mal, was Gott versteckt in einer Geschichte. Auch 1000 Jahre früher. Es gibt 2 Geschichten in der Heiligen Schrift, wo Gott versteckt. Bei Purim und auch bei der Geschichte mit Josef, mit seinen Brüdern. Es gibt dort in 3 Kapiteln, im ersten Buch Moses, von der Geschichte, was er hat Träume gesehen, bis durch die ganze Geschichte, was seine Brüder haben ihn verkauft als Sklave. Er kam nach Ägypten, er war Sklave dorthin bei der Potiphar, war später im Knast und er sah später die 2 Träume von den 2 Ministern. Die ganze Geschichte, Gottes Name ist nicht drin. Wenn du liest das, da kannst du denken, ja, es war eine schöne Geschichte, also eine Tragödie, ja. Eine Geschichte, Brüder, also eine Familie, die streiten, hat mit ihren eigenen Brüdern gehabt, die haben ihn verkauft als Sklave und da und da und da und da. Und wir wissen alle, dass Gott hat alles geführt, das ist klar. Aber der Text ist geschrieben in die Tora, so wie in eine Form, und speziell, dass Josef hat das schon in seine Träume alles gesehen, dass er wird am Ende König sein, richtig? Ja. Aber trotzdem, die Tora schreibt die Geschichte in eine Form, was du kannst denken, dass diese Geschichte führt ohne Gott. Ja? So kann man denken. Und die Frage ist, warum? Warum Gott hat das geschrieben so in die Heilige Schriften? Und warum auch bei der Geschichte mit Esther ist das so? Dass Gottes Name ist nicht drin. Und nicht nur Gott ist versteckt, es gibt auch eine jüdische Tradition am Purim. Viele von euch kennen das.
dass wir verkleiden. Mhm. Ja? Es war vor ein paar Wochen, hier war die Faschingfest in Karlsruhe, ja, in jeder anderen Stadt ist ein anderer Tag. Und ich sage immer, dass Gott sei Dank, dass wir leben in, ich sage meiner Frau als Witz, dass wir leben hier in Deutschland, weil immer am Ende von dem Faschingfest die Kostüme, was bleiben die Geschäfte verkaufen das in 50%. Was sollen sie bis nächstes Jahr machen? Da kamen die Juden, da kommen die Juden und die kaufen das vor Purim. Das kommt immer 2-3 Wochen später. Alles nur als Witz. Ja? Und wenn sie kommen bei jüdischen Viertel, da werden sie immer sehen bei Purim, dass es jeder eine versucht zu verkleiden, zu Kostüm von Clowns oder von Ärzten oder ich weiß nicht was. Und das ist im Prinzip, das ist eine, die Geschichte von den Kostüms bei Juden am Purim. Ich glaube, Leute, was ich habe gelesen, das ist im Prinzip eine Sache, was die Juden haben adoptiert von den Nichtjuden. Oh, von den Christen. Ja. Also, vielleicht viele sind nicht einverstanden mit mir, aber Leute, was ich habe gelesen, bis vor 600, 700 Jahren, es gibt keinen Beweis, dass Kostümgeschichte war überhaupt bei Juden am Purim. Es war natürlich am Purim ein wichtiges Thema. Sollst du nicht bemerken, die Unterschiede zwischen, soll man so eine große Freude führen, sollst du nicht wissen, die Unterschiede zwischen Haman und Mordechai und so weiter. Aber zu verkleiden, Kostüms und so, vor 600, 700 Jahren, die Juden in mittelalterer Zeit, die waren vielleicht neidisch auf die schöne Karnevals, was die Christen haben geführt. Dann haben sie angefangen zu sagen, okay, es gibt doch eine Idee an Purim. Soll man nicht wissen, wer ist Haman, wer ist Mordechai? Das ist auch Kostüme, auch dieselbe Idee, ich weiß nicht, wer ist wer. Und es gibt, ich habe Briefe gelesen von Rabbiners, die waren sehr gegen. Die haben gesagt, was adoptieren sie Sachen von den Nichtjuden? So. Aber das ist, wie gesagt, nicht geholfen. Und jetzt ist es so, sagen wir so, eine jüdische Tradition geworden. Und es ist so jüdisch geworden, bis die jüdische Gesetzbuch gibt Texte über dem, dass große Rabbiner haben verkleidet. Es ist egal, ob die Juden haben das adoptiert vor 700 Jahren. Jetzt ist es eine jüdische Tradition. Mhm. Nein, es ist kein Witz. Es ist ehrlich eine heilige Sache. Es ist keine, sagt man, eine Witz. Das, ja, nein, es ist eine sehr jüdische Tradition. Es gibt immer so einen Satz in Judentum, dass eine Tradition, was Juden haben aufgeführt zu tun, das ist heilig. Ja, also wenn Juden machen das schon 600, 700 Jahre, diese Verkleiden und so, das ist etwas heilig. Und es gibt auch eine Bedeutung drin. Ja? Und so, warum Juden verkleiden sie? Warum machen sie das? Warum? Es gibt auch einen Grund. Es hat alles eine miteinander zu tun. Was noch etwas interessant gibt an Purim, wir haben diese, wie heißt diese Raschan? Der macht, Ratsche. Wie heißt das auf Deutsch? Ratsche. Ratsche? Ratsche. Ratsche? Ratsche? Nein, dieses Ding, das man so... Man dreht, ja. Wenn man liest, Ratsche. Wenn man liest den Namen von Haman in Esther, dann machen wir so mit Ratsche, ja. Dann halten wir das von unten, richtig? Mhm. Bei Chanukka, wir nehmen die Dredels und da drehen wir von oben. Von oben? Richtig, was nehmen wir Dredels? Bei Chanukka, ja. Chanukka ist von oben. Bei Purim, bei der Ratsche machen wir von unten. Es gibt doch einen Grund, die Grund von die alle Sachen, warum Gottes Name ist, warum sagen wir kein Hallel an Purim? Warum Gottes Name ist nicht erwähnt im Buch Esther? Warum verkleiden die Juden? Verkleiden, ja? Mhm. Warum verkleiden die Juden an Purim? Und warum nehmen wir die Ratsche so? Es gibt einen Grund. Das ist sehr wichtig für unser Leben, nicht nur am Purim. Mein Rabbi hat das einmal erklärt, aber früher, es war eine Geschichte mit Rabbiner Schneerson. Ich habe das irgendwo gesehen, mit dem Herr, der Mensch, der war beteiligt in dieser Geschichte, hat das auch erzählt auf einem Video. Es gibt einen Rabbiner, der heißt Pinchas Wabermann, er ist ein Rabbiner in einer Gemeinde in Miami Beach in Florida. Er ist ein gläubiger Jude, aber er gehört nicht zu der Chabad-Gemeinde. Aber ein gläubiger Jude. Und da hat eine gute Beziehung mit Rabbiner Schneerson. Ja, der Rabbiner, der ist 94 gestorben. Und in den 70er Jahren, seine Frau war schwanger und die Embryo saß in der Bauch von seiner Mutter in einer Form, in der Gebärmutter, in einer Form, was er kann nicht
normal rausgehen. Man musste, die Ersten haben gesagt, Kaiserschnitt. Mhm. Kaiserschnitt, speziell damals in diesen Jahren, es war nicht so eine optimale Sache, auch nicht heute. Aber natürlich, heute ist 10-mal besser als die Kaiserschnitt, was hat man in den 70er Jahren geführt. Und die waren einmal bei Rabbiner Schneerson zu Besuch. Wenn die waren bei ihm, die haben erzählt, der Rabbiner Schneerson, dass die Ersten haben sie empfiehlt, die waren schon, ich glaube, 8. Monat oder 9. Monat, dass die Ersten empfehlen, Kaiserschnitt zu machen. Der Rabbi hat sie gefragt, okay, wie fahren Sie zurück nach Miami? Was bedeutet, wie fährt man nach Miami? Nach Miami normalerweise, nach Miami zu fliegen ist die normale Form, die einfachste Form ist mit einem Flug. Ich habe das auch einmal gemacht, einmal oder zweimal. Du nimmst einen Flug von New York nach Miami, ist 2,5 bis 3 Stunden ein Flug. Du kannst es mit dem Auto machen, manche Leute machen das, aber das ist 20, 24 Stunden mit dem Auto. Normalerweise macht man das mit dem Flug. Und so haben sie auch nach New York gekommen mit einem Flug. So der Rabbiner und sagte, sie, aber wissen Sie was, wenn Sie fliegen mit dem Flug, manchmal gibt es Wolken und gibt große Wind. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, zurückzufliegen mit einem Flugzeug. Wissen Sie was, ich gebe euch ein paar jüdische Bücher, eine erste Geschichte, ich gebe euch ein paar jüdische Bücher, ein paar Mesozot. Suchen Sie eine andere Form, wie nach Miami zu fahren. Warum so? Genau, so Turbulenz oder was? Aber wenn der Rabbi, sagte, nicht zu fliegen zurück, dann haben sie keinen Witz gemacht und die haben gedacht, wenn der Rabbi sagt so, dann lieber besser so. Und die haben versucht, eine. Okay. Jetzt, es war eine Unterbrechung. Man kann jetzt hören, jemand soll mir sagen. Es geht weiter, oder? Man kann mir jetzt hören. Einfach jemand mir ein Zeichen geben. Siehst du, man kann hören. Es geht weiter. Was war ohne mit Ende? Jetzt ist gut? Super. Okay, es geht weiter. Okay, super. Okay, Almut, deine Tochter auch. Okay, ich wiederhole die Geschichte. Ja, die Rabbi sagte, fahren Sie zurück nach Miami und die ohne nicht durch mit dem Flugzeug. Und sie haben gesucht ein Auto, sie haben nicht gefunden und dann haben sie, die einzige Form, was geblieben ist, mit einem Bus zu fahren. Die, was fahren in Amerika, wissen, Bus ist nicht die beste Idee, mitzufahren, aber das war die einzige Sache und der Rabbi hat gesagt, nicht mit dem Flugzeug zu fliegen, dann machen sie das. Zug? Nein, in Amerika ist es gibt fast kein, nein, nicht Züge, nein. Das ist nicht Europa, ist nicht Europa. Gut, ich weiß, okay, dann haben sie entschieden, die fahren mit dem Bus von New York nach Miami und das hat 2 Tage gedauert, so hat er erzählt, mit 2 Haltestellen. Sie haben einmal übernachtet in North Carolina, in Charlotte, North Carolina, in Jessup, Georgia und so weiter. Okay, natürlich, auf dem Weg haben sie andere Juden gefunden, die haben sie die Mesozot gegeben, die Gebetbücher und so weiter. Aber da war noch etwas. An der letzten Stück Fahrt von dem Bus, die Mutter hat bemerkt, das gibt eine Bewegung in ihrem Bauch, in ihrer Gebärmutter. Und was hat passiert? Die Bewegung durch die Fahrt hat die Baby, die Embryo, in eine Form gebracht, dass er kann doch in eine normale Geburt rauskommen können. Ja, und nicht durch einen Kaiserschnitt. Mhm. Aber Sie verstehen, das war eine Wunder, ja. Die Problem, was wir alle, und das ist wichtig für uns, sehr, sehr wichtig. Wir, normalerweise, wir suchen Gott wo? In die Wunder, was er macht. Wenn die Naturgesetze hören auf zu wirken wie normal und Gottes Hand kommt, sagt, wow, Gott hat da etwas gemacht. Zum Beispiel, wenn ein Auto fährt auf der Autobahn und der Auto fällt runter zu einem Tal
und alle Insassen kommen raus ohne Verletzung, sagten wir, wow, Gott hat da geholfen. Ja, oder wenn ein kranker Mensch war krank und er ist gesund geworden, sagen wir, okay, Gott. So war an Pessach. Gott hat durch Juden durch eine große Wunder rausgenommen. War eine Spaltung beim Roten Meer, ja? Oder in Chanukka, kleine Minderheit von Menschen haben einen Sieg erhobt gegen große Menge von Menschen und Griechen. Aber Purim erzählt eine ganz andere Geschichte, aber mehr eine wichtige Geschichte als mehr eine wichtige Geschichte für unser Leben als Chanukka und Pessach. Die Purim-Geschichte sagt uns, dass die Natur, diese Welt, er ist die normale und die Hauptwerkzeug von Gott. Die Natur, diese Welt, die Naturgesetze, was die Welt funktioniert, das ist nur die Werkzeug von Gott. Gott, meistens von den Fehlern und meistens von der Zeit, arbeitet, wie gesagt, in eine versteckte Form. Wenn Sie stehen morgen früh, ja, und Sie gehen zu einem Termin, einem Business-Termin, und alles funktioniert perfekt, deine Präsentation war gut, deine Präsentation, so sagen, ja, und die Arbeitgeber ist zufrieden, und du sagst, wow, gut, ich habe gut vorbereitet, und ich habe gut gemacht, aber ehrlich zu sagen, sagt ihr die Megillah, die Geschichte von Purim, nein. Das ist alles von Gott. Das, was du hast, überhaupt die Möglichkeit bekommen, einen Termin zu bekommen und das, was du hast, überhaupt Zeit, rechtzeitig zu diesem Termin gekommen und das, was du war so besonders in diesem Termin und das, was die konnten eine gute Präsentation zeigen, im Prinzip ist schon alles am Rosh Hashanah schon geschrieben, dass das so wird sein. Die Natur ist nur eine Form, wie diese Sachen in Realität zu bringen. Und das ist der Unterschied zwischen Natur und Wunders. Wunder, ein Wunder ist eine sichtbare Wunder. Ein sehr gutes Wort. Der Wunder ist eine sichtbare Wunder. Natur ist eine versteckte Wunder. Es ist einfach und so hat Gott die Welt erschaffen, dass meisten von den Zeiten seine also Gottes Entscheidungen kommen in Realität auf dieser Welt in normale Form. Du denkst nicht, dass das ist Gottes Hand. Du denkst, das ist Natur. Ja? Und das ist die Geschichte von Purim. Ja? Was sehen wir in der Geschichte von Purim? Wenn du liest das, du denkst, ja, Gott hat nichts gemacht. Ja, also die Geschichte von Purim war nicht so wie die Spaltung von Roten Meer. Die Spaltung von Roten Meer, Gott hat doch die Wasser geöffnet, ja, das sind eine große Wunder, oder wie die eine von oben bei den Ägypten kam, Feuer mit Wasser zusammen, ja, ja, im Prinzip die Geschichte von Purim funktioniert sehr, sehr langsam, in eine sehr diplomatische Form, in eine sehr natürliche Form, aber ehrlich zu sagen, wenn du denkst auf die Geschichte, siehst du, wie Gott hat doch das geführt, ja, Achashverosh. Also wenn du liest, im Prinzip kannst du denken, Gott ist nicht da, aber wenn du denkst du drin, das siehst du, wie Gott hat doch das geführt. Das, was Achashverosh, der König, hat einen Streit geführt mit seiner Frau und er hat sie getötet wegen einer Dummheit. Ja, also wie kommst du, der Mann ist betrunken und er wollte, so erzählt die Talmud, dass sie soll zu ihm nackt kommen und zeigen, so erzählt die Talmud. Warum, was hat sie falsch getan, bevor hat Achashverosh sie getötet? Er war auch betrunken. Und wenn jemand ist betrunken, dann kommen falsche Sachen raus. Er wollte zeigen, die Schönheit von seiner Frau. Hat er gefordert von seiner Frau, soll sie nackt kommen. Natürlich, sie wollte nicht nackt kommen. Sie hat ihm auch gesagt, wer bist du? Sie war die Enkelin von Nebuchadnezzar. Sie kam von einer reich, von einer guten Familie. Also, wie sagt man das auf Deutsch? Blau Blut. Mhm. Von Adel. Adligem Haus. Genau. So. Und, er kam und im Prinzip, Achashverosh war im Prinzip ein ganz normaler Bürger. Der ist, man sagt, er war am Anfang der Leiter von den Pferden von den Nebuchadnezzar. Mhm. Ja? Und er ist zufällig König geworden. Und sie hat ihm gesagt, also du sagst, du forderst von mir, soll ich nackt zu dir kommen? Wer bist du überhaupt? Mhm. Aber dann hat er entschieden, sie zu töten.
Das ist diese verrückte Idee. Soll er sie töten? Ja? Warum soll man überhaupt töten eine Frau wegen dieser Sache? Ja? So. Und von all, das ist natürlich Gottes Hand. Und von allen Frauen, 4 Jahre, haben seine Leute, seine Beamten eine Frau gesucht. Und nur nach 4 Jahren haben sie eine jüdische Frau gefunden, Esther. Und plötzlich in dieser Tag, in die wichtige Nacht, was Haman wollte, Haman kam zu Achashverosh und wollte von ihm die Erlaubnis bekommen, Mordechai zu hängen auf diesen großen Baum, was er hat gebaut. Punkt in dieser Nacht hat Achashverosh nicht schlafen können. Und dann wollte lesen, was hat er vielleicht jemand nicht bezahlt auf etwas gute Sachen. Und dann hat man ihm gesagt, ja, weißt du, Mordechai hat dir vor einem Jahr doch von Tod gerettet, ja, und du hast ihm doch nichts gegeben. Und plötzlich kommt Haman drin und dann die ganze Geschichte. So, du siehst, es ist ein natürliches System, aber ehrlich zu sagen, du weißt sicher, das ist im Prinzip Gott. Da will Gott uns sagen, das ist die Geschichte von Purim. Purim sagt uns, meisten von den Fehlern, in meisten von den Zeiten, Gott funktioniert oder Gott arbeitet auf dieser Welt in einer Form von Kostüm. Er ist verkleidet. In meisten von den Fehlern, du siehst ihn nicht so wie dem. Also er macht deutlich. Die Wunder, ohne die Naturgesetze zu... Ja, er versteckt. Gott versteckt, zum Beispiel in der Geschichte von Purim, Gott hat alles geführt und Gott war versteckt unter Achashverosh, unter Vashti, unter die 2 Soldaten, was wollten dieser König töten. Ja, unter Ham. Gott war versteckt da unten. Ja. Und das war im Prinzip so. Und das ist die Grund, ehrlich, warum verkleiden wir. Weil das ist dieselbe Idee. Wir verkleiden, mit dem zeigen wir, dass Gott versteckt in meisten von den Fällen. Davor ist auch, wir haben gefragt, warum Gottes Name ist nicht erwähnt in die Buch Esther. Das ist genau die Idee von Purim. Weil die Purim-Geschichte will uns zeigen eine ganz andere Geschichte als Pesach oder Chanukkah. Bei Pesach und Chanukkah sehen wir, wie Gott kam mit einem sichtbaren Wunder, wie Gott kam und er hat diese ganze Wunder geführt. Er hat die Juden rausgenommen aus Ägypten. Er hat die Juden, die kleine Minderheit in Israel, die haben einen Krieg geführt und Gott hat sie geholfen. Gott zeigt uns bei der Geschichte von Purim eine ganz andere Geschichte. Ich verstecke jetzt. Und so meisten von den Fällen in ihrem Leben funktionieren sie. Ja? Davor war auch so bei Josef und seinen Brüdern. Das war die erste, im Prinzip, warum Gottes Name ist versteckt in dieser ganzen Geschichte mit Josef, mit seinen Brüdern. Das war die Vorbereitung zu dem jüdischen Volk. Gott wollte sie sagen, in meisten von den Fällen, ich verstecke unter die Sachen. Ich führe alles. Ich bin doch der Chef von der Welt. Aber ich verstecke da unter alles. Ja? Davor versteckt, verstehen Sie? Mhm. Verstehen Sie, was ich sage? Ich bin da, aber ich bin versteckt. Genau. Und davor auch mit der Ratsche. Weißt du, Hanna, warum machen wir die Ratsche da von unten? Und mit den Redels von oben? Was denkst du? Was ist der Grund? Weil mit Redels oben sehen wir Gott. Deutlich sichtbar, die Wunder. Mhm. Bei den Purim, Gottes Wunder war versteckt. In die Natur. Machen wir von unten. Chanukkah sehen wir wie Gott. Mhm. Von oben. Das ist dieselbe Idee. Man erzählt einen Witz. Es war ein junges Kind, der wollte $100. Wie bekommt man $100? Dann hat er einen Brief an Gott geschickt. Nimmt eine Papier, schreibt er Gott, lieber Gott, ich möchte $100. Schreibt er auf den Umschlag, schickt zum Gott. Liegt es im Briefkasten. Der Briefträger bekommt das. Wohin soll er das schicken? Schickt er zum Weißen Haus. Donald Trump. Okay. Donald Trump bekommt diese Briefe, sagt, interessant. Sagte seine Leute, wissen Sie was, der Brief sieht gut aus. Schicken Sie dem jungen Kind eine $10 Scheine und schreiben Sie unten, liebe Grüße Gott. Der Kind hat das bekommen und er war nicht begeistert, er wollte 10-mal mehr. Dann hat er wieder einen Brief.
an Gott geschickt. Und er hat ihm gesagt, er hat geschrieben, lieber Gott, ich bedanke dir, dass du hast mir diese 10 Dollar geschickt, aber schade, dass du hast das durch Washington geschickt, weil die Dieben von Washington haben 90 Dollar von dem runtergenommen. Ja, aber was ehrlich, der Junge hat gut verstanden. Die Geld kam nicht von Washington. Er hat verstanden, dass die Geld hat durch Washington gekommen. Ja, er hat doch, die Kind hat gut verstanden. Washington war nicht die Quelle von dem Geld. So hat er verstanden. Er hat richtig verstanden. Die war nur eine natürliche Form. Wenn Gott möchte Geld schicken, wieso? Er schickt keine Hand von oben mit Papiere. Er schickt durch jemand. Ja? Ja. Und davor sagen die Rabbiner, davor verkleiden wir auch am Purim, weil wir wollen zeigen, wie Gott versteckt unter Sachen. Und das ist auch der Grund, warum, ehrlich zu sagen, Esther, was ist Esther? Esther ist der Name von dieser Frau, richtig? Ja? Mhm. Ihr Name im Prinzip war nicht Esther. Die Talmud erzählt, ihr Name war Hadassah. Hadassah. Haben Sie einmal gehört, diesen Namen? Mhm. Hadassah, das war ihr Name. So, warum nennen wir sie Esther? Sagen wir, die kommt, weil, was? Versteckt. Genau. Esther auf Hebräisch ist ein Wort, das man kann benutzen als versteckt. Das ist dieselbe Idee, was wir haben jetzt gerade gesagt. Weil die Geschichte von Purim, Gott hat alles geführt, aber Gott war versteckt unter dieser Geschichte. Ja? Und das ist auch, jetzt können Sie gut verstehen, warum sagen wir in Purim kein Hallel? Wir haben gefragt, warum sagen wir in Purim kein Hallel zum Vergleich zu Chanukah und Pesach? So, die Talmud sagt, weil das war im Ausland, davor sagen wir kein Hallel. Was versteckt unter dieser Antwort? Was ist der Unterschied zwischen Ausland und Israel? Nicht nur Grenzen. Ja? Wir in der jüdischen Theologie, man sagt immer, der Unterschied zwischen Israel und Ausland ist, dass in Israel Gott kommt in eine sichtbare Form. Und Land Israel ist Gottes Schloss. Und in deinem Schloss kommst du in eine offene Form. In Ausland, also in Israel, du musst nicht glauben, dass Gott existiert. Du musst nur die Augen öffnen. Du siehst, dass Gott ist da und Gott führt Land Israel. Du siehst, haben wir nur die Geschichte von Chanukka, ja? Tausende von Leuten, kleine Minderheit von Menschen, haben einen Krieg geführt gegen große Militär, große Armee und die haben einen Sieg. Ja, kannst du vorstellen, heute 5000 Leute machen einen Krieg gegen Putin mit seinem Militär. Ja, keine Chance. Ja. Aber bei Chanukka, doch, Gott hat sie geholfen. Aber das war in Israel. Purim, es war im Ausland. In Ausland, Gott macht seine Sachen für die Welt in eine Form von einer versteckten Form. Du sollst denken können, dass das war alles ein schöner Roman. Er hat eine Frau getötet und eine andere Frau kam und sie hat geholfen und sie war so viel die Frau und so weiter. Weil im Ausland Gott arbeitet, so sagen wir so, in einer Form durch andere Beamten, sagen wir. Er hat seine eigenen Beamten im Ausland. Er kommt nicht in eine sichtbare Form. In Israel, Gott kommt in eine sichtbare Form. Man sagt Ben-Gurion, der erste Premierminister von Israel, er war kein gläubiger Mensch. Aber er sagte so, dass in Land Israel, der was glaubt nicht in Wunders, er ist kein realistischer Mann. Es gibt einen berühmten Satz von ihm. Der was glaubt nicht in Wunders, er ist kein realistischer Mensch. Weil ehrlich zu sagen, wenn du schaust in dieses Land Israel, ein kleines Land, du kannst nie auf den Globus die ganze Name Israel schreiben. Das ist so klein. Wir haben so viele tolle Nachbarn, ja? Hunderte von Millionen von Menschen, was wollen, wenn sie können, dieses ganze Land vernichten. Und Land Israel ist eine von den 10 starken Ländern auf dieser Welt. Ja? Das ist eine, es war eine Form, hat man auch nicht nur das, hat man auch gefragt, wo leben die glücklichen Menschen?
Israel ist Platz Nummer 2 oder 3. Nein. Es ist unglaublich. Wieso? Das ist eine große Frage. Wieso? Es gibt so viele Kriege dorthin und trotzdem die Menschen sind glücklich. So, ich weiß so, aber auf jeden Fall lassen wir die Thema von Glück oder nicht. Ich habe das gelesen, ich schicke später einen Link hier. Wo habe ich das gelesen? Sehr bekannt. Das war vor ein paar Monaten. Hast du es auch gelesen? An die man stellt. Was? Kommt darauf dran auf. Okay, gut. Aber auf die Thema, aber auf dem, was Israel ist, eine von den besten Ländern mit der guten Wirtschaft. Das ist doch stimmt. Mhm. Israel ist besser jetzt als Frankreich und England. Ein bisschen weniger als Deutschland. Ja, und bald mit dem Wachstum, was es in Israel gibt. Israel wird Deutschland überholen vielleicht. Ja? Und kannst du vorstellen, Land Israel, tausende von Raketen kommen. Von Gaza. Und fast niemand stirbt von dem. Ja, okay, sagst du, okay, die Israel haben einen Iron Dome gebaut. Aber das, was nur diese, die waren der einzige Land, die konnten das machen. Ja, das ist schon eine Gottesgeschichte. Zum Beispiel, ich kann erinnern als Kind, ich weiß nicht, ob Sie erinnern das, bei der ersten Golfkrieg, das war 1991, ja, ich erinnere das als Kind, in Israel war die große Alarm. Wir wohnten damals in Jerusalem, meine Familie, dann es war ein bisschen mehr sicher, weil Saddam Hussein hat seine große Raketen an die ballistische, wie nennt man das? Die nicht Raketen, die große, wie heißen die große? Cruise Missile? Nee. Wie heißt das? Marschflugkörper? Nein. Drohnen gab es noch nicht, es gab keine Drohnen. Nein. Auf jeden Fall, die von Irak hatte das geschickt nach Israel. Und die waren mit 500 Kilo Richtung Tel Aviv. Ja, und die haben immer fast alle Richtung Tel Aviv. Aber ich kann erinnern wie heute. Und waren 39 solche SCAD. Wie heißen sie? SCAD-Raketen. 39 SCAD-Raketen kamen nach Israel. Und fast niemand ist von denen gestorben. Es waren ein paar Töten, weil die haben die Mask falsch getragen. Weil es war damals eine große Angst, dass wir chemische Krieg sein, ja. Aber wir sind, Juden sind immer klug. Also die Juden haben immer gesagt, ja, die 39 SCAD-Raketen haben nicht viel gemacht, weil wir hatten gute Patriot, was die Amerikaner haben uns gegeben. Am Ende von Krieg, paar Stunden vor die Feuerpause, die Iraken haben ein SCAD geschickt auf einen militärischen Ort in Saudien, eine amerikanische Ort, Base in Saudi-Arabien. 28 Soldaten sind gestorben in einer Rakete. Gott wollte zeigen, hallo, das ist nicht die Patriot-System, die haben dort auch gehabt. So, ich gebe ein Beispiel zu dem, es war ein König, der musste seine einzige Prinz, seine Kinder bestrafen. So, er wollte ihm, also die Strafe war 40 Mal auf ihm, also mit dem Gürtel schlagen. Aber das war sein Sohn. So hat er ihm so schwache Schläge gegeben. Aber die letzte hat ihm so stark gegeben. So der Prinz, das ist ein Beispiel, also der Prinz hat angefangen zu weinen, hat gesagt, ein Moment, Papa, wenn du hast Mitleid auf mir, davor hast du die alle 39 so schwach gegeben. So, warum hast du die letzte so stark gegeben? Und wenn du hast mir, dann warum hast du die alle 40 nicht so stark gemacht? Sagt der König, ich wollte, sollst du wissen, dass ich liebe dir. Davor habe ich die letzte Strafe so stark gegeben, sollst du wissen, von was habe ich dir gerettet. Ja? Und das ist genau, was wir in Land Israel haben. Gott funktioniert in Land Israel in einer sichtbaren Form. Ja? Davor sagen wir kein Hallel, weil das war eine Wunder im Ausland. Warum? Weil die Wunder im Ausland, das ist doch eine Wunder, aber die Wunder sind im Ausland kommen in diese Welt durch verschiedene versteckte Formen und du kannst nicht bemerken, dass das ist ein Wunder von Gott. Du kannst sagen, ja, das war ein Roman, eine ganze Geschichte. Und das ist im Prinzip, warum erzähle ich diese ganze Geschichte? Weil das ist für uns wichtig zu wissen. Wenn Gott für diese Welt, wenn du hast einen neuen Arbeitsplatz, was machst du? Du kommst in eine neue Arbeitsplatz, du denkst, wie kann ich den Arbeitgeber beeinflussen? Soll er mir einen besseren Job geben? Soll er mir eine bessere Gehalt geben? So funktioniert das immer, richtig? Also,
Wenn diese Welt ist Gottes Ort und alles gehört Gott, dann musst du machen mit seinem Gesetz. Wenn Gott erwartet von dir, sollst du dein Business führen in eine Form von kein Diebstahl, niemand betrügen und so weiter, dann sollst du so machen. Ja? Ich habe ein sehr gutes Beispiel, weil ich habe das erlebt. Einmal habe ich Tora studiert mit jemand. Wir haben nur allein, eins gegen eins, wir haben nur allein Tora studiert. Und er hat viel Geld in Aktien investiert. Aktien sind eine sehr gefährliche Geschichte, weil du musst immer online sein. Ja? Die gehen auch unten. Und ich konnte mit ihm wir haben immer Tora studiert, aber ich konnte mit ihm nicht so ruhige Tora-Studium haben. Weil immer war mit dem Handy, Frankfurt-Börsen, was geht es weiter? Eine Sekunde, Herr Rabbiner, ich muss verkaufen. Gut, habe ich gesagt, okay, so will er sein Geld verdienen. Okay, gut, soll er so. Okay, gut. Nach ein paar Monaten habe ich gesehen, dass er macht nichts mit Aktien. Wir studieren normal. Habe ich gesagt, was ist das? Sagte mir, ich habe alles mein Geld, was habe ich in Aktien investiert, habe ich die Aktien habe ich verkauft und ich habe mein Geld in andere Form investiert. Sage ich ihm, warum? Was hat dir gebracht zu diesem Verständnis? Hat ihm gesagt, wenn ich konnte nicht Tora studieren, eine Stunde ruhig, habe ich verstanden, dass Gott möchte nicht, soll ich mein Geld durch diese Form verdienen. Meisten von den Menschen können nicht, wenn du investierst Geld in Aktien, musst du ein sehr starker Mann sein. Du kannst nicht immer ein Mensch von online sein, weil das bringt dir in Stress. Okay, es geht runter, dann schnell verkaufen, aber vielleicht ist es falsch, vielleicht warten, das wird zurück. Meisten ist in diesem Aktienbusiness ist passt nicht für die meisten von den Menschen. Es gibt sehr. Du kannst ja nichts anderes mehr machen. Du kannst ja nicht mehr schlafen, nicht mehr. Ja, okay. Oh, ich sehe, du passt nicht zu diesem Business. Es gibt Menschen, die können gut schlafen. Die haben kein Problem. Die passen. Aber meisten von den Menschen passen nicht zu diesem Charakter, in Aktien zu sein. Ja? Verstehen Sie, was ich meine? Und er hat mir gesagt, jetzt durch die Geschichte, durch das, was ich konnte nicht Tora ruhig studieren, habe ich verstanden, dass dieses Business passt nicht zu mir. Gott will nicht, dass soll ich die Geld durch diese Form verdienen. Da habe ich verkauft. Und so im Prinzip, das war richtig. Weil er hat verstanden, genau was wir sprechen jetzt an Purim. Gott ist versteckt unter jeder Sache. Denn wir sind Gottes Kinder und wir wissen, dass Gott für diese Welt. Und Gott sagt, okay, Geld verdienen wir durch eine Form, so, so und so, arbeiten, so und so und so. Aber wenn durch den können wir kein Tora studieren, eine Stunde ruhig, dann ist es die falsche Sache. Das ist nicht, was Gott möchte von mir. Gott wird mir Geld geben durch eine andere Form. Er hat verstanden das. Verstehen Sie? Das ist im Prinzip. Und das ist, was ist wichtig für uns alle. Die Botschaft von Purim ist zum Schluss nochmal deutlich zu sagen. Gott hat versteckt in der Geschichte von Purim, weil Gott will uns sagen, in normaler Weise von der Situation auf dieser Welt, ich verstecke. Aber ich führe alles. Ich führe alles. Und davor sollst du alle auf meine Gesetze achten. Weil ich bin da und kein Spiel machen. Alles Gute und bis nächstes Mal. Bis nächsten Mittwoch, glaube ich.